Hey, Bonsai-Freunde, hier ist euer Tom Sai. Schweres Teil, riesengroß. Und habt ihr gesehen unten drunter? Alles voll mit Wurzeln. Richtig gut. Jetzt hole ich euch ein Stück näher und dann geht's gleich ran nach dem Intro. Los geht's. So, tut mir leid, dass wir das nicht auf meinem regulären Arbeitsplatz machen können und der Hintergrund jetzt natürlich nicht der beste ist dafür. Aber ihr seht, das Ding ist einfach riesengroß und ich muss das jetzt hier vorne machen. Jo, gucken wir uns mal den ganzen Baum ein bisschen an, dann kriegt er ein bisschen Draht und jo. Schauen wir mal, was wir da draus machen. Okay? So, jetzt gehen wir mal hier an den hinteren Ast. Ihr seht, hier oben kommt direkt so ein dicker raus. Der ist mir eigentlich schon fast zu dick. Ich würde tendenziell gerne mit dem hier weiterfahren. Das heißt, ich nehme den hier aus dem Spiel. Und kann jetzt schön den hier so biegen. Jetzt machen wir natürlich wieder zwei Äste mit einem Draht, den Draht, den hier und den hier. Thank you.
So, jetzt gehen wir mal hier an den Part. Ihr seht, da ist ganz schön was los, also viel zu viele Äste, Wirrwarr. Da tun wir uns jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Also der hier hinten, der ist gut, das ist der Einstieg in den Ast. Dann haben wir den dickeren hier. Der hat hier eine Verzweigung, da schon eine Verzweigung. Den nehmen wir auf jeden Fall zurück. Den hier auch. Oder ich nehme ihn sogar ganz zurück hier. Dann macht er schon so eine schöne Biegung nach außen. Dann haben wir die zwei Kameraden hier, die wachsen komplett nach oben. Dann haben wir den hier, dann haben wir hier einen oder hier einen. Der hier hat schon eine schöne Verzweigung. Das heißt, wir fahren mit dem zu dem. Nehmen. Obwohl, der. Ne, die nehmen wir auch noch mit. Die kürzen wir nur schön ein. Jetzt mal auch noch ein bisschen ein. Dann kommen wir hier vor, also der Ast hier, der ist schon mal mega verzweigt, also super cool. Nur hier ist wieder der, die wachsen alle nach oben. Der. Den hier nach oben, den hier mal raus. Kürzen natürlich wieder ein bisschen ein. So, den hier kürzen wir hier ein. Den hier kürzen wir ein. Den hier hinten kürzen wir ein. Ja, der ist doch schon zu lang. Das heißt, der hier wächst hier ist komplett hier drüber. Das ist natürlich echt blöd. So, nehmen wir den hier raus. Dann haben wir hier ein bisschen frei. Können wir die hier schön fahren. Mit dem hier weiterfahren. Den hier nehmen wir auch raus. Hoffen wir, dass die zwei hier sich noch schön entwickeln, die. So. Also ich werde es hier auch nicht jeden Ast drahten. Ja. Zum Beispiel die zwei hier jetzt werde ich miteinander drahten. Um sie natürlich schön auf die Seite zu holen. Thank you.
So, jetzt haben wir noch den Ast hier oben und das hier die neue Spitze. Da gucken wir jetzt auch mal drauf natürlich. Drahten die einmal komplett durch. Demonstration gesehen, die ich mit dem Baum hier gemacht habe. Ich finde, die Feinverzweigung hier an den Ästen hat sich schon mega gut entwickelt. Klar, hier oben sieht es noch ein bisschen komisch aus, sage ich mal, aber ja, den Stamm müssen wir hier noch ein bisschen angleichen. Dann können wir hier die neue Spitze, vielleicht entwickeln sich hier noch ein paar Äste, die können wir dann hier so runterziehen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, sieht das Ganze schon mal nicht schlecht aus. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich auf nächstes Jahr. Und ja, dass der Baum genauso weitermacht wie dieses Jahr. Also richtig cool. Ich denke, in dem Bäckerkorb geht's ihm gut. Und ja. Was ich noch loswerden wollte, ist, ich wollte mich bei allen Fans, YouTubern, Unterstützern bedanken für dieses coole Jahr. Wir sind jetzt bei knapp 620 Abonnenten, Followern, also richtig cool. Hey, danke für euren Support, für die vielen etliche Kommentare, für die Daumen, für alles. Ich wünsche euch und euren Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt es, feiert und wir sehen uns in alter Frische wieder im neuen Jahr. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, macht's gut, passt auf eure Bäume auf und bis nächstes Jahr, euer Tom. Von Tom Sei, kleine Bäume und mehr. Peace. So, ich habe jetzt nochmal überlegt und möchte noch einen kleinen Nachtrag senden. Diese Spitze hier ist mir einfach zu lang. Hier oben habe ich nichts. Das heißt, sag mal, bin ich beim Holger, dass so viel Wind hier ist? Okay. Also, ich möchte den Ast hier runterholen und das hier wird die neue Spitze. Jo. Dann müssen wir hier dann irgendwann mal noch weiter abtragen und demnächst, kleiner Spoiler, wird hier dieser Ast noch schön einbandagiert und dann kriegt der noch eine schöne Biegung. Okay?
Also, los geht's. Dieser Ast hier, den muss ich weiter rüberholen. Passt mir so hier oben überhaupt nicht. Genau. Den hier lassen wir mal noch als Option da, den könnte man irgendwann, falls einem das hier oben nicht passt, als neue Spitze aufbauen. Aber den behalten wir uns mal als Option. Dann habe ich noch gesehen, wie mir hier einer so komplett aus der Reihe tanzt. So, ich denke, mit der Variante bin ich mal besser zufrieden. Auch hier hatte ich mir noch überlegt, dass ich den hier jetzt noch einkürze und quasi mit dem hier als neuen Führungstrieb hier weiterfahre, da mir die alle viel zu lang sind. Hier oben. Die hier unten im hinteren Bereich vom Baum sind mega lang. Die kürze ich alle ein. So, jetzt komme ich noch mal kurz dazu. Ich hoffe, ihr seht mich. Ja. Ich finde es ein spannendes Projekt. Der Baum ist nicht einfach, aber egal. Einfach kann jeder. Wir wachsen mit unseren Herausforderungen. Und ja, wahrscheinlich werde ich jetzt demnächst dann anfangen, hier quasi noch mal eine Biegung reinzubringen. Ich meine, der Baum ist schon relativ dick, aber ihr seht, der lässt sich so schon ein bisschen biegen. Mit viel Draht wird es wohl hoffentlich klappen. Jo, wünscht mir Glück. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder mit der Lerche.